Die Anforderungen beim Etikettendrucken können natürlich unterschiedlich sein. Der eine will die Schriftart groß, der andere will es klein, der nächste will die Schriftart grün, der andere will sie blau und so weiter und so fort. In diesem Video machen wir eine Individualanpassung. Und zwar, wir gehen auf Drucklayout und wollen unser Layout jetzt mal anpassen. Was wir hier wollen, also das heißt, das habe ich Ihnen in einem vorhergehenden Video schon gezeigt, wie Sie den ERN-Code größer machen, wie Sie Objekte überlagern. In diesem Video wollen wir eventuell einen hinterlegten Hersteller- oder Lieferantennamen auf den Etikett ausdrucken. Das ist kein Standard, das müssen Sie also jetzt selber tun. Hierzu brauchen wir natürlich ein neues Feld oder einen neuen Platzhalter. Denn in einem Etikett gibt es keine statischen, also festen Informationen, sondern lediglich Platzhalter für Informationen, die variabel sein können. Zum Beispiel in dem Feld Bezeichnung, also Beats, kann ja alles drinstehen. Da kann einfach nur Hose ankommen vom Artikelstamm oder was weiß ich. Dies ist eine wunderschöne Hose für eine jung gebliebene Dame zum Beispiel. Also es gibt hier lediglich Platzhalter. Okay, also wir brauchen jetzt ein neues Objekt, in dem wir also den Lieferantennamen darstellen wollen. Hierzu können Sie auf Report Controls gehen und auch hier auf dieses RBL klicken oder alternativ in der Menüleiste auf Report gehen und dann sagen Insert Control und hier könnte sagen Field. So, wenn wir das gemacht haben, und das ist sehr schön, weil wir sehen jetzt zwei Dinge. Hier oben links sehen wir so kleine Pünktchen, das ist unser Objekt. Und hier in den Field Properties, also in den Feldeigenschaften, sehen wir in der Karteikarte allgemein, also General, eine Expression. Diese Expression, diesen Ausdruck, müssen wir nun definieren. Und wir sagen ihm natürlich hier einen Alt-Trim, Klammer auf, Klammer zu. A-L-L-T-R-I-M, Alt-Trim, schneide alle führenden und endenden unnötigen Leerzeichen von selber ab. Okay, Alt-Trim, jetzt sagen wir einfach LF, Unterstrich, Name. LF, Name ist nichts anderes als eine Spalte in unserer Artikeldatei, die den tatsächlichen Lieferantennamen wiedergibt. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht tun. Vielleicht noch bei Print When schreiben wir rein. Druckt es nur, wenn es nicht leer ist. Und wir wissen es aus einem der vorhergehenden Videos. Nut heißt nicht, leer, empty, in Englisch, empty, Klammer auf. Und jetzt geben wir unseren Namen, upsala, ja, das wollte ich nicht. Not empty LF unterstrich Name. So, und jetzt wird dieses Feld nur dann gedrückt, wenn es nicht leer ist, also wenn da tatsächlich was drin steht. Schauen wir nochmal. Passt, schaut gut aus und dann sagen wir okay. Jetzt haben wir dieses Feld hier oben und für Sie ist es jetzt nicht sichtbar. Das heißt, alles was gedruckt wird, muss natürlich in diesem weißen Detailbereich sein. Also zwischen Detail und Column Header muss ich diesen Objekte befinden. Jetzt brauchen Sie nur die Pfeiltasten verwenden und dieses Objekt mit einfach nach so lange die Pfeiltasten drücken, bis es im sichtbaren Bereich ist und vor allem auch an der gewünschten Position. Was hier an der Stelle auffällig ist, dass natürlich eine Standardschriftart verwendet wird, wie Courier New zum Beispiel. Die können Sie aber ganz einfach ändern, indem Sie einen Doppelklick drauf machen und dann sagen unter Style, was Sie für eine Schriftart haben wollen. Wir nehmen jetzt mal Arial. Ich habe jetzt an dieser Stelle Arial, Standard und 8 gewählt. Okay, jetzt klicke ich wiederum auf OK. Was uns jetzt wieder auffällt, dass unsere Schriftart kleiner ist als unser Rahmen. Das heißt, wir haben eigentlich Platz. Das heißt, Sie klicken das Objekt an, drücken die Shift-Taste direkt über der Steuerungstaste links unten und halten diese und drücken die Pfeiltaste nach oben. Somit haben Sie eine automatische Anpassung des zu druckenden Objekts an den Rahmen. Okay. Jetzt kann ich es nochmal positionieren und um es größer zu machen, kann ich entweder die Maus jetzt nehmen, hier auf diesen kleinen Punkt klicken und halten oder wiederum die Shift-Taste drücken und halten und mit der Pfeil nach rechts das Objekt größer machen oder mit der Shift und Pfeil nach links das Objekt kleiner machen. So, jetzt sollte eigentlich hier unser Name des Lieferanten ankommen. Schauen wir mal, ob das passiert. Wir wollen das Layout verwenden und nun sagen wir Vorschau und Drucken. Ja, es ist cool. Und wir sehen, dass hier ein anderer Lieferant ankommt. Warum anderer Lieferant? Ja, wahrscheinlich haben wir das so genannt. Was ist das für Artikel? Der Schlauch. Okay, schauen wir mal. Artikel Schlauch.
Schlauch. Wo ist er? Hier. Ja, tatsächlich der andere Lieferant. Okay. Wir nehmen einfach mal hier den Schraubenlieferant und machen hier mal ein Etikett. Etikett für Artikel anlegen. Da sage ich mal 1. Und von dem heutigen Artikel oder von der Pumpe mache ich auch 1, damit Sie sehen, damit es funktioniert. Jetzt sage ich Etiketten drucken, Vorschauen drucken. Machen wir das Ganze ein bisschen größer. Na, komm. So. Und hier sehen Sie, dass hier der Schraubenlieferant ist und hier ist der andere Lieferant. Also das heißt, es funktioniert sehr zuverlässig, sehr gut und es ist ganz, ganz einfach eigentlich.